1. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Varo. Und es ist Varo 3 und ich bin mega aufgeregt. Lauter Scheiße und natürlich wieder mit am Start, damit der weiß. Moin, hallo. Ja, ich bin des Todes nervös. Man sieht es vielleicht auch in meinem Gesicht an. Ich eskaliere. 5 Sekunden noch. 4 Sekunden. Okay. Und es geht los. Varo ist gestartet. Okay, geradeaus durch. Abgebaut. So, wir haben eine Taktik entwickelt. Wir laufen hier in die Richtung. Geradeaus. Achtung, das ist eine Schlucht. Ja. Ich renne. Und mein Gott, es rennen uns richtig viele Leute. Zuckerrohr, oh mein Gott, das ist natürlich krass. Mit. Aber ich laufe direkt nach rechts. Boah, es haben sich richtig viele nach links abgesetzt. Komm mit. Boah, ich guck. Warte. Mist hinter mir. Gott, da ist Anyart, da sind Kev, Bram. Hinter uns ist keiner. Wir müssen weiter nach rechts. Nein, da sind voll viele. Scheiße. Komm mit, geradeaus. Nein, wir müssen uns Schwerter bauen. Die bauen sich die ersten Schwerter. Okay, komm. Ich baue den hier ab. Okay. Ich baue den unteren ab. Du machst den Crafting Table. Du darfst den nicht aufsammeln. Du hast den aufgesammelt. Egal, warte mal. Craft schnell. Ich habe jetzt nicht genug Holz. Ja, warte. Geh weg. Okay. Ich droppe dir das Holz. Ich kann nicht genug machen für ein Schwert. Ich beobachte. Okay, ich habe zwei Schwerter. Hier, nimm. Okay. Und lass weg. Komm. Okay, ich habe Schwert. Wir haben gesagt, wir hauen erstmal ab in der ersten Folge. Lass mal hier kurz nach links gehen. Hier ist ein Schwein. Lass uns nur das Schwein killen. So, ab jetzt komm, lass geradeaus weiter. Ich habe übelst krass Hunger verloren. Wo bist du? Ich auch. Ich versuche gerade das Schwein zu killen. Egal, ignoriere es. Okay, komm mit. Okay, komm. Hinter mir? Bist du? Okay. Ich habe drei Steaks. Okay, das ist gut. Das müssen wir uns braten, wenn es geht, nicht roh essen. Ist hinter mir? Okay. Ja, ich bin hinter dir. Also ich glaube, uns verfolgt gerade keiner. Links ist ein Schwein. Ganz viele Schweine. Okay, die snacken dahin, uns erstmal. Wir sind, glaube ich, safe soweit. Auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss leider roh essen. Okay. Ja, okay. Komm mit weiter. Lass uns auf jeden Fall noch ein Stück laufen. Hier ist noch ein Schwein. Hier sind noch Hühner. Mitnehmen. Wir farmen einfach alles weg. Komm, bist du hinter mir? Ich bin neben dir. Okay, sehr gut. Dann nimm noch das damit. Und dann würde ich sagen, komm mit. Wir gehen hier, gehen wir unter die Erde. Okay, machen wir. Holz vorher noch. Wir brauchen ganz viel Holz. Auf jeden Fall das Holz noch hier. Bau auf jeden Fall alles nur ab. Ich hole noch das Huhn da oben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Essen. Hast du Seeds oder sowas? Leider nein. Also wegen Essen. Ich würde noch ein Stückchen weitergehen. Lass noch ein Stückchen weitergehen. Okay, komm hoch. Hier ist nämlich auch noch richtig viel Dingens. Hier sind noch Schweine und sowas. Und ja, weil. Kühe und alles Mögliche. Das schlachten wir jetzt einfach alles weg. Weil wir brauchen. Oh mein Gott, man merkt einfach diese mega Aufregung gerade. Das ist richtig krass, wobei ich mich jetzt übel safe fühle gerade. Ja, aber wir dürfen uns nicht zu safe fühlen. Ja. Pass auf, lass uns hier rein. Lass uns hier links rein. Ich hab Seeds. Ja, ich bin hinter dir, ich seh dich. Ich hab noch Sugar Cans. Ich muss essen jetzt. Ja, ich esse auch die ganze Zeit schon. Ich hab 10 Fleisch, was ich braten kann. Komm zu mir. Das ist richtig geil hier. Hier sind mega viele Sugar Cans. Oh Gott, das ist mega nice natürlich. Mach du weiter, hier sind noch Schweine, ich kill die alle. Ich hab 10 Sugar Cans schon. Alter, ich hab auch nochmal 3. Und Alter, Federn habe ich. Perfekt. Okay, lass uns noch weiterlaufen. Da ist noch ein Schwein. Warte mal kurz, das Schwein hole ich mir noch eben. Essen ist das Wichtigste überhaupt. Wenn wir das haben. Billy Kraft wurde getötet. Nee, Takashi. Nee. Takashi und Selbstgespräch sind beide raus. Dena ist, glaube ich, auch raus. Das habe ich gerade gesehen. Ernsthaft? Dena ist raus, dann ist noch raus. Nicht Nilo. Wir haben uns verloren. Ich stehe an der Stelle. Warte mal. Ich war mit Zucker rüber. Ich bewege mich nicht. Ich sehe dich. SK wurde getötet. Ah, perfekt. Dann, Alter, es sind richtig viele schon in der ersten Folge. Quotenkalle wurde von Benny getötet. Alter Schwede, wir müssen jetzt unter die Erde. Wir müssen unter die Erde. Hier ist, glaube ich, gut. Ich habe 3 Holz nur, das reicht nicht. Da oben ist Kohle. Oh, ich habe schon gerade einen Spieler. Okay, warte mal, ich baue weiter Holz ab. Ich will erst jetzt hier Holz abbauen. Du farmst jetzt noch Tiere und sowas, weil es sind noch einige. Das sind Kühe, Kühe für Leder, wichtig. Kühe, ja, Mann. Okay, aber ganz ehrlich, lass uns bitte jetzt gleich unter die Erde gehen. Ja. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wenn wir noch länger an der Oberfläche bleiben. Das habe ich auch, aber ohne Holz unter der Erde ist einfach. Also die Sache ist halt die, wir haben mega viel Fleisch, richtig viel Fleisch. Damit kommen wir erstmal, hier sind noch mehr Hühner, ich töte die ganz kurz. Der Server leckt. Leckt der wirklich? Ja, leck. Oh, ich habe schon gedacht, ich time jetzt gleich aus. Nee, es geht gerade wieder. Nee, es geht wieder. Boah, ich habe gleich, ich time aus. Ich habe schon einen Anfall bekommen. Siehst du mich hier, wo ich bin? Du bist da hochgegangen. Komm zu mir und lass uns jetzt in den Berg reinbauen. Du bist über die Kohle drüber, richtig? Nein. Ah, da, ja, ich sehe dich. Bin echt deppert. Okay, da ist noch eine klar, Kuh. Die töten wir jetzt als letztes. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt unter die Erde. Dann lass unter die Erde gehen. Ja, okay, dann lass uns hier reingehen. Ja, hier. Da ist gut. Bombe. Wir haben gesagt, wir gehen. Hast du noch Pickaxe? Nein, ich craft jetzt kurz. Okay, alles klar. Ich passe auf, dass keiner kommt. So.
Alles dann klar. Dann bau das am besten mit Dirt dahinter zu. Ich baue die Pickaxe wieder ab. Die Workbench ab, ja, bau ab. Nicht, dass jemand weiß. Okay. Mit Erde am besten hinter uns zubauen und dann sind wir erstmal safe. So, es war dunkel. Oh mein Gott, es kommen zwei, ist kein Witz. Es kommen zwei, Dr. Ben X und Let's Phil. Bau hinter uns zu. Okay, wir dürfen jetzt nicht ineinander stehen. Ich gehe als erstes. Warte, mach zu. Okay, ich baue. Die haben Steinschwert. Bau weiter. Bau. Die haben, glaube ich, eine Spitzhacke. Die haben schon Steinschwerter. Bau hinter uns zu. Bau hinter uns zu und werfen wir die Pickaxe dahin. Hier, hast Pickaxe. Okay. Bau weiter. Die lassen uns in Ruhe. Let's Filler hat zu viel Damage genommen. Wir müssen aber hier weg. Bau dich einfach weit. Wir sneaken jetzt durch. Ich baue hinter uns mit Kabels zu. Okay. Zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber reicht als Schutz. Okay. Boah, das war richtig krass. Die sind da immer noch. Ey, scheiße. Hier ist Gravel runter. Bau dich. Ich baue mich einfach runter jetzt. Die bauen ab. Die gehen nach. Ich baue mich runter. Komm, bau oben über uns zu. Ich komme doch nicht mit dann. Ich kann doch nicht runterspringen. Komm runter. Okay, ich bin unten. Ich hab leider kein Kabel. Gib mir dein Kabel. Ja, die kommen. Okay. Komm, was machen wir? Kannst du Steinpickaxe bauen? Ja, ich mach schnell. Warte mal, Steinschwert meinst du wahrscheinlich? Ja. Hab zwei Steinschwerter. Ich drop dir eins. Okay. Okay, wir essen jetzt einfach das rohe Fleisch. Ist wirklich gerade komplett egal. Es bringt gerade nichts anderes. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre uns wieder hochbauen. Die hauen ab. Die sind abgehauen. Boah, ja, das wäre auch Risiko von denen gewesen, weil wir hätten die genauso gut killen können. Okay, ja, ich fühle mich gerade ein bisschen safer wieder. Oh meine Fresse, Alter. Oh mein Gott. Okay, sollen wir weiter runter einfach? Wir gehen weiter runter, wir bleiben hier. Ich habe keine Pickaxe mehr, bau eine neue Pickaxe. Ich habe schon mitgedacht. So. Okay, ist kaputt. Okay, ja, läuft an sich. Er hat noch 27 Sekunden Aufnahmezeit. Ja, ein paar Probleme vorher. Achso, okay. Oh, hier ist Kohle. Nimm mit. Okay, passt. Kannst du einen Ofen bauen? Ja, sollte reichen. Drop dir dann die Kohle. So, dann brate ich jetzt endlich das Fleisch, weil ich habe 11 Roast Chicken. Hier ist die Kohle. Sehr schön. Dann haben wir endlich auch mal Licht. Oh mein Gott, so, ey, Leute. Alter, Leute, das ist wirklich ein richtig krasser Start. Was für ein krasser Start. Ich bin total aufgeregt. Alter, man sieht es, glaube ich, auch in der Facecam. Ihr habt es euch ja gewünscht, sie ist da. Ich habe es versprochen, ich habe mein Versprechen eingehalten. Also, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Nee, das nicht, aber erstmal ein Projekt. Also, ich habe nur eins, denn ich habe, glaube ich, insgesamt 3 Facecam-Videos auf meinem Kanal. Also, von dem her. Das ist das erste Projekt. Also, das ist wirklich. Werde ich auch sofort mal vorbeigucken. Dann bin ich ja mal neugierig. Sag mal, Stalking hier. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Hier ist Eisen. Sehr schön, mitnehmen. Die Folge werden wir recht solide beenden können. 3. Ich gucke mal auf jeden Fall Banks und Phils Folge an, was die wohl gedacht haben dort. Die haben die ganze Zeit diskutiert, ob sie runtergehen sollen. Das wäre bestimmt richtig Risiko. Ich habe 5 Eisen. Dann gib her. Brennen und sofort ein Eisenschwert machen, ohne Witz. Ja, machen wir. Gib mir nochmal Fackeln, bitte. Fackeln? Ich habe keine Fackeln. Also, ich meine, ich craft kurz welche. Nee, warte, ich kann selber welche machen. Ich habe selber das. Achso, okay, passt. Ich mach einfach mal ein paar. Kannst mir Kabel geben? Du hast ja noch Kabel. Ich werf die Kohle hin und ich werf dir auch noch Fleisch hin. Dann gib mir auf jeden Fall dein Kabel, dann mach ich noch mehr Öfen. Kabel. Ja, okay, alles klar. Weil dann braten wir alles jetzt erstmal durch. Ach, meine Güte, ich bin so aufgeregt, ey. Boah, ich sollte jetzt echt mal wieder ein bisschen ruhiger werden jetzt hier. Wir haben gerade eben noch unterhalten, ich war total nervös, Thunder mega locker und jetzt sind wir einfach beide mega nervös. Ja, es ist immer das Gleiche. Letztes Jahr, wo ich mit Shuffle das Varo 2 gespielt habe, da war das genau das Gleiche. Shuffle und ich haben vor der Aufnahme mir nur Scheiße gemacht und in der Aufnahme sind wir einfach nur voll eskaliert, weil du einfach, das zieht dich in so einen Bann rein. Also ganz ehrlich, also wenn ihr als Zuschauer aufgeregt seid, dann könnt ich höre Skelette. Das ist gut. Schön. So, wir haben richtig krank essen. Sag mir bitte ruhig. Ich hab Skelette gehört. Ja, mega lag. Ja, es laggt krass. Aber ich hab Skelette gehört. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Richtung hier ist. Ja. Okay, pass auf. Warte mal, dann komm erstmal hoch, dann holen wir ein bisschen was Zeug ab noch. Ich hab gehört, wie jemand XP abgebaut hat. Das bin ich, keine Sorge. Ich hab aus den Öfen Sachen geholt. Ich hab schon 4 Level insgesamt. Ja, ich bin ganz knapp an der Höhle dran, glaube ich. Perfekt, dann komm mal kurz hoch, dann. Warte, nee, ich baue mich noch ein Stück dahin, ich will das jetzt wissen.
Bin ganz nah dran. Das wäre so geil, wenn wir jetzt eine Schlucht oder so finden, ne? Fliegst du überhaupt? Ich, ja, die ganze Zeit, wenn es geht, aber ich muss ja an die Öfen ran. Von dem her, ich lasse das alles gerade durchbraten. Ich gehe aber jetzt auch mal runter. So, ich guck mal, was du hier so treibst. Warte mal. Irgendwo hier muss das sein. Kannst du mir gleich noch was zu essen geben? Klar, warte mal. Hinter dir. Mal. Ja. Ja. So, ich grab einfach mal mit ein bisschen, dann kann das im Ofen alles braten. Hörst du das? Ich höre die, ich höre die. Ja, die müssen hier irgendwo sein. Kann es sein, dass die unter uns sind? Kann auch sein, also das hört man immer leider etwas schlechter. Aber irgendwann findet man die. Nee, warte mal, sag mal ruhig. Ich glaube, die sind hier. In der Zeit, ich hole mal die Öfen dann von oben. Die brauchen wir sowieso erstmal nicht mehr, braten wir später weiter. Jo. Okay. Oh, meine Pickaxe ist kaputt. Ja, warte mal, ich hole jetzt gerade. So, zack. Ich komme jetzt mal zu dir gelaufen, ein bisschen schneller. Ja, dann kommst du entgegen, dann nimm mal meine so lange. Ich gucke, ob ich irgendwas vergessen habe, jo. Weil es wäre irgendwie... Warte, Tinendo wurde von Gamers Time getötet. Oha, okay. Alter Schwede. Also sowieso... Von Gamers Time. Also ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen auch für Gamers Time, weil ich finde es einfach geil. Aber Dena wurde jetzt... Ich habe die Höhle gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Es ist eine Riesenhöhle. Sie ist mega verwinkelt. Da hinten ist Kohle. Perfekt, dann... Hier ist auch wieder Kohle. Okay, lass uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Kohle hier sammeln. Aber auf jeden Fall im Sneak. Lass das Skelett, ich habe das Skelett hier. Warte mal, ich sollte hier jetzt auch nochmal Kohle. Ich platziere da mal unser Equipment wieder. Lass uns zusammenbleiben, lass uns auch jetzt zusammenbleiben. Es kann einfach sein, dass jetzt uns schon jemand gesehen hat und in der Höhle auf uns wartet. Ja, das kann immer sein, das ist wirklich so. Ich hoffe nicht. Da brauchen wir überhaupt so viel Kohle? Ja, immer XP alleine und Fackeln schadet ja nicht. Ja, ich will halt eher auf Eisen gehen, das ist die Sache. Ja, hast recht. Ja, dann guck mal schon weiter. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Kohle mit. Ja, weil es ist immer so blöd, wenn man plötzlich keine Kohle mehr hat zum Braten, dann hat man lieber ein bisschen was im Überschuss. Ich habe noch richtig viel. Wo bist du jetzt? Oh mein Gott. Ich habe eine Schlucht. Hier, es ist eine Schlucht. Eine Schlucht? Es ist eine Schlucht. Nice, das ist optimal. Alter, wir könnten Dias finden sofort. Wir können sofort Dias finden. Es ist eine Schlucht und unten ist Lava. Okay, das ist krass. Guck mal mit Optifine ein bisschen. Eisen sehe ich auf jeden Fall schon mal. Ich möchte jetzt nicht riskieren. Ich baue jetzt mal mit Cobblestone hier lang. Und dann bauen wir uns zu dem Wasser hin. Nimm einfach die ganzen Öfen mit. Wir gehen sofort runter. Machen wir, okay. Ich habe noch keine Eisenschwerter gecraftet. Soll ich noch welche craften oder sollen wir das Eisen lieber sparen? Wenn du Eisen hast, dann crafte Eisenschwerter. Okay, warte mal. Ich fände es gut. Dann, wir haben jetzt zwei Eisenschwerter. Da ist ein Skelett, Achtung. Ich nicht was gecraftet hier. Hier ist ein Skelett, Achtung. Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe jetzt eine Fackel gesetzt, eine. So. Okay, hier ist ein Skelett. Ich baue jetzt einen 2-Block breiten Weg. Ja, safe ist safe. Da vorne ist Eisen auf jeden Fall. Willst du dich rüberbauen? Ja, ich hole mir das. Achtung, hier ist ein Skelett unten, ne, unter uns. Oh Gott, ich möchte nicht abgeschossen werden. Echt scheiße risky. So, ich mache hier eine komplette Plattform. Ja, genau, richtig. Lass uns eine Plattform bauen. Tubination ist gestorben. Aber was ist los? Er wurde nicht gekillt, ne? Er ist einfach gestorben. Ja, das kann er, also gestorben heißt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, gestorben heißt einfach, er ist irgendwo runtergefallen oder wurde von einem Zombie getötet. Ah ne, Zombie ist auch noch, Aber runterfallen, Zombie, richtig, auch ne? Voll Damage eigentlich. Gestorben eigentlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich guck mir auf jeden Fall alles an. Okay, ich hab nochmal Eisen. Okay, nice. Ja, ich habe auch jetzt 4 Stück. Ich guck mal ein bisschen nach rechts, was da noch ist. Guck mal, ob ich mich runterbaue. Oh, scheiße. Das Skelett schießt auf mich. Komm auch. Nichts riskieren. Die Schlucht ist halt saugefährlich, weil wir noch keine Rüstung haben. Da vorne ist auch noch Eisen. Da unten ist Gold. Ja, genau. Das habe ich auch schon gesehen. Ich baue aber kurz eben noch das Eisen ab. Ich habe hier so eine Wand gebaut. Bist du noch bei mir? Ich bin fast bei dir. Ich hol gerade anderes Eisen, was ich entdeckt habe. Oh, Alter. Und vergiss niemals, Minecraft nicht nach unten bauen, ne? Ja, das nicht ist... Nicht gerade. Der Early Boy ist so nie mal gestorben. Ich sneake die ganze Zeit. Ja, das ist durch die Lava. Pixel Wolf, glaube ich, auch, wenn ich ihn gerade im Chat sehe. Oh Gott! Das hat gerade geleckt, okay. Ja, leider kleine Lecks. Ist das Eisen, da versuche ich gerade hinzukommen. Okay, wir könnten jetzt rein theoretisch runterspringen direkt, ne? Aber willst du das Eisen noch abfarmen, ne? Ich würde auf keinen Fall runterspringen. Ich würde da slow sicher runtergehen. So, ich möchte das hier... Ich habe Angst vor dem Skelett, das abschießt. Wenn man da halt...
Soll ich fangen? Warte, Achtung, ich bin hinter dir. Ich habe keine Steine. Doch, habe ich wohl. Ich habe auch Cobblestone, aber nicht mehr viel. Ja, das geht auch langsam bei mir aus. Oh, leider. Ah, nee, das ist noch mehr Eisen. Ich würde sagen, lass uns nach unten gehen gleich. Lass uns gleich nach unten. Wir bauen uns am Rand, aber an der Wand jetzt hier runter, würde ich sagen. Das ist wirklich. Ey, lass uns in das Wasser springen. Denkst du? Da unten. Ja, klar, komm, okay, dann komm. Okay. Skelett. Bist du dran? Ja, ich hab's. Sehr sauber. Okay. Hier ist Wasser, das nervt mich. Oh, wir werden gleich gekickt. Okay, lass uns hier in die Wand bauen. Ja, ich mach das Wasser noch weg, da ist noch Gold. Wir haben hier einen super Startpunkt. Bin drin. Ich baue hinter uns zu, ja? Ein Stück weg. So, jetzt zubauen. So. Okay, Leute. Wow, Alter. Alter, wir haben die erste Folge überlebt. Wir haben es überlebt einfach. Und GG an alle, die gestorben sind. Ich guck mir das selber gleich nochmal an. Und ich guck's mir auch an. Ich werde mir auf jeden Fall die Folgen angucken und Boah, einfach nur krass. Ja, lasst eine positive Wertung da auf jeden Fall und ich bin so am Zittern. ich komme auch gerade. Boah, ich bin so glücklich, dass es. Ich bin eigentlich traurig, dass es vorbei ist, aber gleichzeitig auch glücklich. So eine Mischung von beidem. Das ist einfach wirklich so. Ich würde jetzt gerne weiterspielen. Ja, ist wirklich so. Aber naja, die nächste Folge seht ihr auf jeden Fall morgen bei uns auf dem Kanal. Und wie der liebe Weißweiß schon gesagt hat, lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat, der Start. Ihr könnt natürlich gerne Tipps und alles Mögliche, eure Hoffnungen, eure sehnlichsten Wünsche in die Kommentare reinschreiben. Ja. Ansonsten schaut bitte bei den anderen Kanälen vorbei, guckt euch an, was bei ihnen passiert ist. Ist immer eine coole Sache bei Varo. Und auf jeden Fall. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.